Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Im letzten Part gab es nochmal einen letzten Rivalenkampf gegen Tali kurz vor der Liga. Und mit der haben wir auch schon angefangen, mit dem ersten der Top 4 Mitglieder, nämlich hier links gegen den Kampftrainer Haller, den ersten Inselkönig, den wir auch schon besiegt haben vor langer, langer Zeit. Und den haben wir auch beim letzten Mal dann schon platt gemacht, lief eigentlich ganz gut. Ich habe auch seit dem letzten Mal dann wieder meine Pokémon halt alle wieder vollgeheilt, dass denen allen wieder gut geht. Und jetzt machen wir einfach weiter mit der nächsten Prüfung, würde ich sagen. Oder mit dem nächsten Top-4-Mitglied halt. Wir gehen einfach mal der Reihenfolge nach durch. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das hier für ein Symbol sein soll und was wir jetzt hier dann gleich für Pokémon oder gegen was für Pokémon wir halt da kämpfen müssen. Wir schauen uns das Ganze mal einfach mal an, weil ich muss ja nicht sofort dann kämpfen. Ich darf ja dann noch die Person ansprechen. Vielleicht erkenne ich den Trainer ja auch, gegen den wir hier kämpfen müssen. Ah, ja, ich erkenne sie. Okay, Gestein haben wir hier. Alles klar. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass wir halt gegen alle Inselkönige nochmal kämpfen müssen, aber eigentlich nicht, weil, ja stimmt, Lola und Chris kommen ja noch vor, deswegen ich weiß sogar schon, dass die letzten beiden dann Lola und Chris sind, oder? Eigentlich schon, na gut. Auf jeden Fall, Gestein. Was habe ich gegen Gestein? Alles nochmal, Gestein, also Gesteins-Pokémon haben ja ziemlich viele Schwächen. Wasser, Pflanze, Kampf, Boden und auch Stahl, also schon recht viele Schwächen. Und gegen was ist Gestein nicht sehr effektiv? Moment. Gegen Kampf oder Boden oder Stahl. Also, sprich, aber man gegen Eis. Moment mal, Gestein ist gegen Eis nämlich sehr effektiv. Ja, deswegen so ultra gutes Gravel jetzt nicht unbedingt. Aber Kolossand ist eigentlich recht gut. Weil Boden ist sehr effektiv und sie treffen mich mit ihren Gesteinsattacken nicht sehr effektiv. Deswegen Kolossand lasse ich mal vorne. Das ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Okay. Gut. Dann also gegen Myler. Das ist sie doch, ne? Willkommen in der Gesteinskammer. So, da bin ich ja gespannt. Wie gesagt, beim letzten Mal der erste Top-4-Kampf gegen Haller lief schon recht gut. Und wie wird jetzt der zweite gegen Myler verlaufen? Mal schauen. Keine lange Vorrede, jetzt wird gekämpft. Okay. Sie labert wirklich nicht lang rum. Es geht direkt los. Puh. Gegen Top 4 Myler. Und auch sie hat 5 Pokémon insgesamt. Ja, die haben bestimmt alle 5. Und der Champ halt dann ist wahrscheinlich 6 Stück. So, Relikant. Oh Gott. Haben wir das überhaupt schon mal gesehen? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Das glaube ich gar nicht mal so gut. Bist du nicht auch. Du bist ja doch auch Wasser oben drauf, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will mal kurz nachgucken, ob du als Wassergestein bist. Das wäre ein bisschen eklig. Ja, bist du. Weil die Wasserattacken dann natürlich gegen meinen Kolossand nicht ganz so freundlich sind. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt hier dann gleich große Probleme haben. Aber Boden ist ja gegen Wasser immer neutral. Also Erdkräfte ist schon immer noch sehr effektiv. Aber wahrscheinlich bist du auch schneller, weil jeder ist schneller als Kolossand. Ich könnte auch Gigasauger. Ach stimmt, Gigasauger ist. Stimmt, das ist ja sehr effektiv. Das ist ja sogar vierfach effektiv. Stimmt, da mache ich Gigasauger. Also wenn ich die Attacke jetzt gleich überlebe, die Wasserattacke, die wahrscheinlich kommt, da kann ich mich wieder mega viel hochheilen. Da habe ich ganz gute Chance. Ich muss aber halt überleben. Das wird eher das Problem. Ja, das überlebe ich nämlich nicht. Tschüss, Kolossand. Sorry. Und weg. Jupp, das war zu erwarten. Okay. Na gut. Dann ist Kolossand hier nicht ganz so toll jetzt gewesen erstmal. Dann nehme ich jetzt Donarion, weil Donarion hat ja Energieball, eine Pflanzenattacke. Ja, ja stimmt, Donarion ist ja auch recht gut, würde ich mal schätzen. Weil Gestein. Ist gegen. Ah, Gestein ist gegen Käfer aber sehr effektiv. Das ist natürlich schlecht. Ja, ich glaube, Myler wird mir ein bisschen mehr Probleme machen. Ich meine, ich habe natürlich auch noch Primarene. Primarene ist natürlich auch wieder mal sehr gut. Aber ich probiere es jetzt erstmal mit Donarion, ob er hier erstmal was ausrichten kann. Ich meine, Donarion ist leider auch nicht sehr schnell. Also, Relikant ist bestimmt auch sehr langsam, würde ich mal schätzen. Das sieht jetzt nicht schnell aus. Aber es ist. Also, schneller als Kolossand war es. Aber vielleicht ist sogar Donarion schneller, aber Donarion ist halt auch sehr langsam. Ich mache auch mal einen Energieball auf jeden Fall. Ja, du bist schneller. Antikraft, ja, das ist eine Gestandsattacke. Ja, ich überlebe es aber. Okay, sehr gut. Sein Energieball reicht auf jeden Fall locker aus. Weil das ist vierfach effektiv. Und kabam. Gut. Er ist schon besiegt, aber auch wir haben schon ein Opfer hinnehmen müssen. Deswegen, ja, mal gucken. So, Level 47. Gut. Hat er gerade plus 5 bei Spezialangriff bekommen? Habe ich es richtig gesehen? Holy shit, Donarion, übertreib nicht so. So, dann kommt. Oh Gott, ihr Wolverock.
Aber das hat uns damals auch schon Probleme bereitet. Das weiß ich noch, weil das nämlich super schnell ist, das Ding. Ja, da will ich jetzt, glaube ich, dann doch Primarine benutzen. Weil, ja, das ist schwierig. Ich meine, also Wolverock ist sehr schnell gewesen, auf jeden Fall. Aber ich hoffe einfach, dass eine Gesteinsattacke nicht ausreichen wird. Das Problem ist halt, dass Gesteinsattacken neutral sind auf Primarine. Und Primarine hat eben keine so gute Verteidigung. Deswegen eventuell wird sogar einfach eine normale Gesteinsattacke Primarine töten. Was sehr schlecht wäre. Aber eigentlich ist Primarine fast die einzige Chance, die ich jetzt hier habe. Ja, eigentlich muss ich Kolossand schon wiederbeleben. Weil Kolossand, ja, ich meine, Kolossand wäre jetzt gegen Wolverock wirklich extrem gut. Weil er würde eine Gesteinsattacke locker wegstecken. Und könnte dann selber eben mit Gigasaugus wieder hochheilen. Ja, ich muss Kolossand auf jeden Fall dann wiederbeleben. Weil ich brauche den noch für die restlichen Pokémon, die sie noch hat. Aber erstmal Schaumserenade. Oh Gott. Sie hat ein Zerkristall. Ich weiß gar nicht genau, hat er eigentlich beim im letzten Part Hala, hatte der ein Zerkristall auf irgendeinem seiner Pokémon? Wahrscheinlich schon, er hat ihn nur nicht eingesetzt. Er halt meine Pokémon immer nie sehr effektiv treffen konnte oder so. Ja, aber das würde jetzt Primarine leider töten. Ziemlich sicher. Ja. Okay, das ist natürlich doof, aber immerhin hat sie jetzt schon ihre Z-Kraft hergegeben. Na gut. Ja, Gravel wird durch Gesteinsattacken ja neutral getroffen, ne? Weil Gestein ist ja gegen Kampf nicht sehr effektiv, aber gegen Eis halt schon. Deswegen immerhin nur neutral, aber Gravel kann halt selber ein bisschen draufhauen. Mit Nahkampf dann zum Beispiel, oder mit Krabhammer sogar, aber eher mit Nahkampf. Ich meine, eventuell reicht sogar einfach ein Nahkampf aus, um das zu besiegen, weil Nahkampf ist ja schon sehr, sehr stark. Nahkampf trifft ja auch immer, hat immerhin 120 Stärke. Ich meine, mit Step, Step kommt oben drauf, sind dann 180, wird es verdoppelt, 360 hat es dann quasi. Das ist schon sehr viel, sehr, sehr viel. Und ich werde wohl einen Angriff überleben von dem Ding, oder? Deswegen machen wir mal. Steinkant, ja, das überlebe ich, oder? Komm. Ja, überlebe ich, okay. So, Nahkampf. Bam, 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 bam. Was? So wenig nur? Echt jetzt? Gott. Okay, ja, ich muss Gravel abkratzen lassen, geht nicht anders. Ich muss Kolossand wiederbeleben. Weil Kolossand hier auf jeden Fall die meisten Chancen hat. Vor allem, weil es sich dann auch wieder hochheilen kann danach. Ich meine, das ist ja auf jeden Fall langsam, aber Wolverock ist sehr schnell. Aber es kann sich danach dann eben wieder hochheilen. Ja. Muss ich machen. Dann muss ich Gravel leider abkratzen lassen. Ja, der Kampf gegen Myla ist schon um einiges schwieriger als gegen Hala, finde ich. Weil ich halt einfach auch gegen Hala, gegen Kampf-Pokémon etwas mehr hatte als gegen Steins-Pokémon, finde ich. Auf jeden Fall, ich benutze auf jeden Fall dann einen Top-Beleber. Oder halt Vitalkraut, ich mache erstmal Top-Beleber. Oder erstmal die Vitalkrauts alle weg, ist eigentlich geil. Ich mache Vitalkraut erstmal, passt schon. Ist mir eh egal, ob meine Pokémon mich mögen oder nicht. auf jeden Fall, ja, aber Primarina soll ich auch wieder beleben. Aber erstmal Kolossand ist sogar wichtiger, finde ich. Okay. So, volle Heilung. Und Wolverock, blöd, nicht Wolverock, sondern Gravel stirbt leider. Sorry. So, heieiei. Gut, dann Kolossand. Gut. Die Frage ist, ob ein Gigasauger überhaupt ausreichen wird. Da bin ich mir nämlich gar nicht mal ganz sicher. Ich würde sogar fast vermuten, dass das Ding den Gigasauger sogar überleben könnte, tatsächlich. Da habe ich ein bisschen die Angst davor. Weil gerade eben Nahkampf ist halt viel, viel stärker und Gravel hat auch einen viel höheren Angriff. Aber vielleicht hat auch einfach Wolverock eine sehr gute Verteidigung, aber keine gute spezielle. Das kann natürlich sein. Und Heilen ist halt schon wichtig, deswegen ich mache trotzdem Gigasauger. So, Knirscher. Warum hast du eine Unlichtattacke, du Arsch? Okay, ich überlebe es aber sogar. Sehr gut. Aber Verteidigung sinkt. So, jetzt bitte töte dich. Bitte, nein, nein, warum denn? Oh, fuck, ey. Ich hätte doch die Bodenattacke machen sollen. Die hat nämlich ausgereicht. Ich wollte halt auf die Heilung gehen. Scheiße, du blödes Ding. Dummes, dummes Ding, ich hasse dich. Ach, gibt's nicht. Ja, ist jetzt natürlich sehr doof. Ich werde mal meinem Kolossand einen Trank geben. Weil vielleicht macht er jetzt dann gleich das Wolverock irgendwas anderes. Ja, ich mach das mal. Ich gebe mal hier den Hypertrank. Wie gesagt, vielleicht macht es irgendwas anderes. Das muss ich eigentlich jetzt fast hoffen. Also, ich benutze auch eine Top-Genesung, okay. Ist das jetzt gut? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Ja, das hätte ich vielleicht predikten sollen, dass sie jetzt eine Top-Genesung benutzt. Also offenbar haben die Top 4 Leute immer nur eine einzige Top-Genesung wahrscheinlich. Weil Hala hätte nämlich im letzten Part nochmal eine weitere einsetzen können auf dann seinen Costoso oder so, glaube ich. Hat aber nicht gemacht. Deswegen wahrscheinlich haben die nur eine. Ja, das Wolverock ist sehr, sehr stark. Das wir ah, nee, stimmt, ich habe die Geist. Ich habe nicht das Bodending, ich habe das Geistding. Ja, dann ist eh Quatsch.
Sollte ich vielleicht den Zug von Coruscant nutzen, um Primarine wieder zu beleben? Das sollte ich vielleicht machen, weil Primarine hat hier nämlich die meisten Chancen, finde ich auch. Weil, wenn jetzt der Typ keine Zellattacke raushaut, dann überlebt das Primarine nämlich schon. Eine Steinkante oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Deswegen, ja, ich muss eigentlich Primarine wiederbeleben. Okay, mit dem Vitalkraut dann wieder. Ja, wir sehen schon, wie gesagt, Myler hier macht mir deutlich mehr Probleme als Haller. So, Knirscher kommt wieder, ja. Und diesmal sogar ein Volltreffer, oder? Ne, keiner. Okay, ich meine, die Verteidigung ist gesunken von Coruscant, aber trotzdem. Das war jetzt schon einiges mehr. Naja. Gut, ja, dann halt Primarine. Boah, Mann, ey. Leute, Leute. Ja, soll ich jetzt gegen Wolverock meine Zerkraft einsetzen? Eigentlich schon. Das hat nämlich auch wieder 55. Ich glaube, bei Haller, war es bei Haller nicht so, dass bei ihm nur Gravel Level 55 hatte und die anderen 54? Ich glaube schon. Also offenbar ist es so, dass bei den Top 4, die haben alle Level 54 wahrscheinlich, die Pokémon. Aber es gibt immer ein Signature-Pokémon von ihnen, das dann Level 55 hat, das auch am stärksten ist. Und das ist dann eben in diesem Fall Wolverock. Deswegen, das muss auf jeden Fall dringend weg, das ist am stärksten. Und deswegen sollte ich hier meine Zerkraft hergeben. Machen wir. So, Steinkante... Ah, ich wäre einfach ab nicht getroffen, das ist ja perfekt, okay. Gut. So, blödes Wolverock ist weg. Als nächstes haben wir ein Geowatz. So. Das Alola-Geowatz hatte Gestein-Elektro, wenn mich nicht alles täuscht. Sprich, Boden ist vierfach effektiv. Sprich, Coruscant wäre extrem gut. Aber leider ist Coruscant tot. Das ist natürlich jetzt doof. Vor allem bei Primarine ist ja auch nicht gut. Ja, das ist sehr fies. Eigentlich, ich brauch zwingend Coruscant. Eigentlich, das geht eigentlich gar nicht anders. Ich muss einen meiner anderen Pokémon eigentlich hier jetzt sterben lassen fast. Ich habe eigentlich fast keine andere Wahl. Ich schicke mal Amphira nach vorne. Weil Amphira wird immerhin nur neutral getroffen. Von... Stimmt das? Von Gestein. Ne, Gestein ist sehr effektiv auf Feuer. Das ist natürlich schlecht. Ja, aber Coilgill wird auch sehr effektiv getroffen. Und Donarion wird auch sehr effektiv getroffen von Gestein. Also ich habe... Und Primarine halt von Elektro. Deswegen all meine Pokémon, die noch leben, werden von Elektro oder Gestein sehr effektiv getroffen. Aber ich brauche Coruscant jetzt dann gleich für Geowatz. Weil anders schaffe ich das nicht. Geowatz muss ich auf jeden Fall in Bodenattacken besiegen. Weil das sogar eben eine Vierfachschwäche hat und das ist halt schon um einige, das ist halt schon sehr cool. Und der kann dann nicht arg viel gegen Coruscant machen. Okay, am wenigsten brauche ich für den Kampf Amphira, weil Amphira gegen Gesteins-Pokémon ziemlich am Arsch ist. Deswegen werde ich dann jetzt Amphira gleich nach vorne schicken und sterben lassen. Und während ich Amphira sterben lasse, werde ich eben Coruscant wiederbeleben. Ja, meine Pokémon müssen mich echt hassen. Ich schicke sie einfach nur raus, um sie sterben zu lassen, damit ich die anderen wiederbelebe. Ja, ja, ich bin schon ein fieser Trainer. Aber es geht leider nicht anders. So, das nächste Vitalkraut. Ja, die habe ich schon nicht einige Vitalkrautskräuter, wie auch immer, Kräuter gekostet. Die gute Myla. So, Coruscant. Gut. Ah, du machst eine Elektroattacke. Das ist dumm. Überlebe ich nämlich, okay. Und ich bin bestimmt schneller als so ein Geowatz. Und ich kann das jetzt noch nutzen, um dich zu vergiften. Weil, ja, das andere ist ja eh nicht sehr effektiv. Gesteins-Pokémon kann man ja schon vergiften, ne? Man kann keine Gift-Pokémon vergiften und auch keine Stahl-Pokémon vergiften. Obwohl das ja Amphira trotzdem kann. Das ist ja die tolle Fähigkeit von ihm. Hier nicht Pyrium Z, sondern Korrosion, dass er es trotzdem kann. Aber Gesteins-Pokémon kann man so oder so vergiften. Und schneller bin ich bestimmt auch, deswegen ich kann... Amphira noch sinnvoll nutzen, indem ich noch Toxin draufhaue. Das machen wir. Sehr gut. Okay, hat Amphira auch noch seinen schönen Beitrag geleistet. Gut, und Donnerschlag und stirb. So, sorry, Amphira. Aber du hast es trotzdem gut gemacht. So. Okay, jetzt kommt Coruscant. Und, ich meine, Geowatz ist auch nicht schnell. Aber mit Sicherheit schneller als Coruscant. Aber Gesteinsattacken sind nicht sehr effektiv, Elektroattacken treffen gar nicht und deswegen dürften wir schon gute Chancen haben. So, ich mache nicht Pflanze, weil Pflanze ist halt nur doppelt effektiv und Boden ist halt vierfach effektiv und das brauche ich und will ich hier, deswegen, obwohl ich mich da halt nicht heilen kann, aber trotzdem ist es wichtiger, finde ich, den jetzt zu töten, deswegen machen wir Erdkräfte. So, ja, Quetschwalze, das hört sich nicht gut an. Ah doch, das ist gut, okay. Also, ist das eine Gesteinsattacke? Offenbar schon, keine Ahnung. Macht nicht viel Schaden und bam. Okay. So, zwei hat sie noch. Ist okay bisher. Deutlich schwieriger als Haller, aber es geht. So, ein Rockara? Warte mal, das ist doch diese eine komische... Das eine komische Ding da, was wir schon voll häufig bekämpft haben. Ach, Gesteinfee ist das echt jetzt? Achso, ich dachte immer, es wäre nur Gestein oder sowas, aber das ist Gesteinfee.
Ach so, das haben wir schon tausendmal bekämpft. Das ist aber auch keine Entwicklung oder so. Das ist ja nicht so stark eigentlich, oder? So ein Rockhara. Das dürfen wir hinkriegen. Hat es denn eine Vierfachschwäche dann eigentlich? Mit Gesteinfee? Hat es. Und zwar Stahl. Toll, habe ich nicht. hätte ich mal doch diese eine Stahlattacke da auf Donarion gelassen. Okay, dann halt immerhin irgendwie neutral treffen. Wie ist denn, oder was ist nicht neutral, sondern sehr effektiv halt, meine ich. Wo sind Fee noch nicht gut dagegen? Gegen Feuer? Gegen Gift? Ja, eigentlich wäre halt Amphira gut, aber andererseits auch nicht wegen dem Gesteinstypen. Ich kann also Amphira nicht benutzen, oder auch gegen Stahl ist Fee nicht sehr effektiv. Ja, das ist blöd. Die Feenattacken können mich immer neutral zumindest treffen. Aber ich lasse mal einfach Kolossant drin, weil Kolossant nicht schlecht ist. Weil Bodenattacken sind halt sehr effektiv. Normal ist effektiv. Ich lass mal drin, ja. Und Gesteinsattacken machen Kolossant nicht viel. Die Feenattacken schon eher. Aber die Feenattacken sind auch nicht sehr effektiv, sondern nur normal effektiv. Deswegen, das würde auch in Ordnung gehen. So, mache ich jetzt Gigasauger oder Erdkräfte? Eigentlich lieber sogar eher wieder Gigasauger. Ich meine, Erdkräfte hat halt eine Stärke von 135. Und Gigasauger halt nur 75. Ne? Das ist halt schon einiges weniger. Ja, eigentlich ist Erdkräfte schon besser, weil ich glaube, mit Erdkräfte könnte ich einen 2-Hit-KO hinkriegen. Und mit Gigasauger halt gar nicht. So überhaupt nicht. Deswegen, ja, ich sollte Erdkräfte machen, eher. Ja. So. Reflektor. Okay, das ist jetzt natürlich nervig. Physische Attacken, ja, okay, dann ist aber okay. So. Bam. Boah, das macht so wenig Schaden, hey, ist heftig. Obwohl es sehr effektiv ist. Ja, ich sehe auch gerade die Werte von Rockhara. Rockhara ist auch wirklich mega heftig in der Spezialverteidigung und normalen. Die Base von Spezialverteidigung und physischer Verteidigung von Rockhara ist 150. Alle anderen Werte sind auf 50. Das ist sehr heftig. Es hat auch keinen hohen Angriff oder so und auch ansonsten keine wirklich bedrohlichen Werte. Aber die Verteidigung, also oder allgemein die Defensive, ist heftig von dem Teil. Deswegen soll ich es dann vielleicht sogar doch eher benutzen, um mich hochzuheilen. Aber andererseits mit Gigasauger mache ich so wenig Schaden, dass ich eigentlich schon lieber Erdkräfte machen will. So, Mondgewalt. Oh Gott, ey. Das tut jetzt schon ein bisschen weh. Aber so hoch ist der Angriff nicht. Ja, das geht in Ordnung. Okay, das klappt. Halbwegs. Spezialangriff sinkt. Der ist natürlich schlecht. Jetzt mache ich nämlich noch weniger. Ja, das merkt man auch. Aber Gigasauger heilt halt auch fast nichts eigentlich. Ja, das Problem ist, dass über lange Sicht werde ich den Kampf hier gegen Rockhara verlieren, weil zwei weitere Mondgewalts und ich bin tot. Soll ich deswegen eine Hypnose probieren? Das wäre eigentlich noch das eigentlich Letzte, was jetzt hier Kolossant noch Sinnvolles machen könnte, finde ich, gegen das Rockhara. Weil besiegen kann ich es eh nicht mit Kolossant. Ich muss dann gleich wechseln zu irgendwem anderen. Und das einzig Sinnvolle, was jetzt noch wirklich machen kann, ist noch versuchen, es einzuschläfern. Deswegen machen wir das. Hypnose. So, nochmal Mondgewalt, aber überlebe ich. Außer es kommt ein Volltreffer oder sowas. Sehr gut. Okay. Hypnose trifft. Wunderbar. Gut, das soll jetzt auch nicht Kolossant machen. Sondern schon jemand anderes, würde ich eigentlich eher sagen. Der ein bisschen einen höheren Angriff hat als Kolossant. Das wäre halt Primarine wieder. Am besten, na, Primarine hat schon Level 48, ne, aber trotzdem, ich sollte jetzt hier nicht auf die Level-Ups achten. Ich meine, nach der Liga kommt ja auch noch ein bisschen was und da kann ich dann darauf achten, dass ich meine Pokémon wieder schön gleichmäßig trainiere. Aber hier bei der Liga sollte ich jetzt nicht darauf achten, dass ich die gleichmäßig trainiere. Ich sollte hier darauf gucken, wer am besten immer ist. Und das wäre jetzt dann hier gleich Primarine wieder mal. Weil eine Schaumserenade könnte jetzt dann nämlich eventuell schon ausreichen, weil Schaumserenade halt schon sehr, eine sehr starke Attacke ist. Oder, wie ist eigentlich Käfer? Käfer ist auch nicht gut, ne? Ne, ist halt nur neutral. Und gegen Fee auch nicht sehr effektiv. Was gegen Fee nochmal? Gegen Fee ist Gift und Stahl. Ich könnte jetzt mal einfach so zwischendrin am... ich könnte nicht am Fee reinmachen, weil das ja auch... Nee, vergiss es. Nee, wir machen Primarine. Ist am besten. Okay. Ich muss einfach jetzt hoffen, dass du halt jetzt zumindest zwei Runden lang schläfst. Das schon. Drei Runden wäre sogar noch besser. Weil ich weiß nicht, vielleicht reicht sogar eine Schaumserenade doch nicht aus. Keine Ahnung. Einen Hyperheiler benutzt du. Das ist natürlich nervig. Aufgewacht, okay. Aber so ist die Initiative auch nicht von dem Teil. Also ich bin normalerweise schon schneller. Und ich meine, so viel kann ja Rockhara nicht machen. Das ist ja in der Offensive nicht so gut. Deswegen, das passt schon. Schaumserenade. Wir sind schneller. Es reicht als eine noch aus. Ich glaube sogar nicht, ehrlich gesagt. Nein, nicht ganz. Mondgewalt wieder. Ja, aber wie ist Fee gegen Fee? Neutral sogar. Also ich nehme sogar ein bisschen Schaden. Aber ja gut, das ist nicht viel. Das ist in Ordnung. Aber Spezialangriff sinkt wieder. Ja, das ist nervig. Reflektor hört auf. Aber sie hat ja schon einmal eine Top-GD benutzt und ich glaube, die haben nicht zwei, oder? Hat sie nochmal eine?
Nein, okay. Also offenbar haben die Top 4 Mitglieder eine Top-Genesung und einen Hyperheiler oder so. Wie es scheint. Oder vielleicht haben sie auch noch mehr, vielleicht haben sie auch noch zwei oder drei Hyperheiler, aber ich glaub eher einen Hyperheiler und eine Top-Genesung, würde ich mal schätzen. Sondern noch eines fehlt. Und zwar ein Voluminas. Okay. Da will ich auch mal kurz nachgucken. Ich weiß, was es ist. Das ist dieses komische, eklige Nasending da. Ich will da nachgucken, was denn die Typen von dem sind. Gestein halt und nochmal irgendwas anderes? Fragezeichen, das weiß ich eben nicht. Und das will ich kurz. Ich habe mich verschrieben. Verdammt nochmal. Wartet, kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber ich will halt wirklich da auf Nummer sicher gehen. Kann ich jetzt mal bitte. Ich bin zu blöd, das einzugeben. Weil ich kann schon mal auf Pokémon wechseln gehen. Es tut mir jetzt leid, aber ich muss das jetzt wissen. Voluminas. So, ist auch kompliziert einzugeben. So, jetzt dürfte ich es aber richtig erwischt haben. So, jetzt muss man nur das Pokewiki laden. Ich werde wahrscheinlich einfach trotzdem Primarine nach vorne hauen. Will ich mal schätzen. Ja, es hat nämlich einen anderen Typen. Gestein, Stahl. Okay. Gut, dass ich es nachgeschaut habe. Hast du eine. Ja, du hast eine Vierfachschwäche. Nämlich Kampf. Und Boden. Ah, guck mal, Kampf und Boden. Das ist ja schön. Okay. Ja, das sollte dann vielleicht am besten Krawell sogar machen. Ja, obwohl nicht unbedingt, weil Stahl ist gegen Eis nämlich sehr effektiv. Nee, dann doch nicht. Dann schon eher Kolossand einfach wieder. Weil Stahl ist nämlich gegen Boden und gegen Geist einfach normal. Genau, das sollte ich Kolossand am besten nehmen. Ich lasse mal Primarine drin, weil du nämlich gegen Primarine nicht arg viel machen dürftest, weil Stahl nämlich gegen Wasser nicht sehr effektiv ist und Gestein, halt. Ja, Gestein ist normal, aber. Ja, ich lasse mal trotzdem Primarine einfach drin. Ich werde aber dann gleich einen Trank benutzen. Für mein Kolossand und das dann gleich im Kampf gegen Voluminas benutzen. Warum hast du Schwebe? Moment. Nein, du hast entweder Robustheit, Magnetfalle oder Sandgewalt, aber keine Schwebe. Gut. Man kann ja wunderbarerweise alles Pokéwiki einfach nachschauen. Für Noobs wie mich. So, wir nehmen einen Hypertrank für mein Kolossand. Gut. So, du machst Donnerwelle. Das ist interessant. Okay, das ist aber nicht so schlimm, finde ich. Das ist in Ordnung sogar. Ich lasse mal Primarine noch drin, weil einfach jetzt so auszuwechseln zu Kolossand will ich nicht. Ich versuche es mal noch weiter. Vielleicht kann er auch einfach Primarine Typ siegen, weil Wasser ist ja immerhin neutral. Was ja auch nicht schlecht ist. Und deswegen machen wir dann einfach mal wieder eine. Oder habe ich noch irgendwas anderes Besseres? Ne, Fee ist gegen Stahl nicht gut. Und Psycho ist gegen Stahl auch nicht gut. Ne, dann machen wir schon Wasser, Schaumserenade. So, Sandsturm machst du erstmal. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so cool, aber das wird dann auch gleich. Ich treffe sogar, sehr schön. Wird dann auch gleich mein Kolossand nicht arg stören. Oder vielleicht reizt es einfach sogar schon aus. Was? What? Warum macht es denn jetzt so wenig Schaden? Das ist jetzt ein bisschen sehr wenig irgendwie, oder? Was hast du für Werte? Warte mal kurz. Ja, okay, der hat auch ultra Verteidigungswert, aber dafür auch. Also der ist so ähnlich wie Rockara. Auch super Verteidigungswert, aber keinen hohen Angriff. Okay, alles klar. Ja, dann mache ich einfach trotzdem weiter, weil ein bisschen Schaden mache ich ja immerhin. Juwelenkraft. Okay. Ja, es geht aber auch halbwegs in Ordnung. Und wir treffen aber jedes Mal. Sehr schön. Okay. Ja, solange Primarine hier noch was machen kann, werde ich auch noch Primarine das weitermachen lassen. Also ich könnte auch mit Primarine den Kampf bestimmt allein irgendwie bestreiten. Es ist aber schwierig wegen dem Sandsturm auch. Mit Kolossand bin ich da schon besser aufgestellt. Aber Primarine kann eben noch ein bisschen Schaden machen. Primarine wird eben dann gleich sterben, aber das ist, lässt sich nicht verhindern. Das müssen wir leider so machen. So, noch eine Juwelenkraft überlebe ich aber sogar. Ja. Und jetzt treffen wir eigentlich. Schade. So, jetzt kommt dann noch der Sandsturm. Macht noch ein bisschen Schaden. So, kann der Primarine irgendwas Sinnvolles tun? Ich könnte noch jemand anderen auch wieder kurz heilen. Aber das ist ja ihr letztes Pokémon. Und eigentlich dürfte Kolossand Voluminas besiegen können, ohne selber Probleme zu haben, würde ich schätzen. Oder? Eigentlich dürfte Kolossand ganz gute Chancen haben. Nee, dann lass die Primarine einfach sterben. Ich mach mal noch einfach so Schaumserenade, falls das irgendeinen Blödsinn machen sollte. Okay, nee, dann was ist. Aber wie gesagt, eigentlich dürfte mein Kolossand halbwegs gute Chancen haben gegen diese Voluminas. Okay. Kolossand. So. Dann jetzt das letzte Pokémon von ihr. So, und das machen wir dann eben mit Erdkräfte, weil. Obwohl du hohe Verteidigungswerte hast, ist es eine Vierfachschwäche. Deswegen reicht vielleicht eventuell sogar schon einfach eine aus. Ich muss einen Angriff überleben. Das werde ich aber wohl. Deswegen Erdkräfte. Los geht's. So. Du machst selber auch Erdkräfte, ja. Okay, das macht aber kaum Schaden. Sehr gut. Und. Kabam! Boah, du lebst. Wow, das war eine Vierfachschwäche und macht nur so die Hälfte des Schadens ungefähr. Was zum Teufel? Okay, nochmal. So, du machst nochmal einen Sandsturm, aber ist mir jetzt ziemlich egal, weil du bist nämlich gleich besiegt.
So, ja, Myla hatte es dann doch etwas mehr drauf und wir haben nur einen einzigen Kampf in diesem Part geschafft, weil die Zeit ist nämlich dann gleich schon um. aber war auch echt nicht einfach. Ja, aber vor allem, ich meine, wenn halt immer noch meine Pokémon halt knapp 10 Level drunter sind, dann ist halt auch nicht einfach, aber das macht die Kämpfe dann auch spannender. Aber war ein sehr cooler und schöner Kampf. Alles plus 3 aus Initiative ist eigentlich ganz gut, finde ich. Okay. Du bist wirklich beeindruckend, du und deine Pokémon. Puh. So. Das war jetzt schon deutlich anstrengender, wie gesagt. Du wirkst so viel reifer als bei unserem ersten Treffen auf Akala. Du hast auf deiner Insellandschaft wohl einige wertvolle Erfahrungen gesammelt, hm? Gut, dann setze jetzt deinen Siegeszug fort. Okay. Puh. Ja, beim nächsten Mal wird dann wahrscheinlich auch nur ein einziger Kampf kommen, würde ich mal schätzen. Aber ich meine, vielleicht haben wir auch ähnlich viel Glück wie mit Haller und schaffen da noch mehr auf einmal. Obwohl beim nächsten Mal kommt halt hier wahrscheinlich Geis und wahrscheinlich dann die Lola eben wird dann hier kommen. Weil wie gesagt, das weiß ich ja leider schon, dass hier dann wahrscheinlich die Lola kommen wird. Und gegen Geister-Pokémon habe ich immer noch große Probleme. Weil mir ist nämlich aufgefallen, wo ich die ganzen TMs und Attacken erinnere und an die Attacken habe erinnern lassen und sowas, dass ich jetzt keine einzige Unlicht-Attacke habe. Und das schon gegen Geister nicht so toll ist. Weil ich habe jetzt halt gegen Geister nur Kolossand. Aber Kolossand wird halt selber von Geisterattacken sehr effektiv getroffen und stirbt. Und deswegen ist es auch nicht so toll. Also ich glaube, Lola wird am stärksten, vor allem die hat hundertprozentig Mimikma wieder. Und Mimikma ist halt mein Erzfeind. Und gegen den habe ich nix, so ungefähr. Deswegen, ja, das wird dann auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und auch gar nicht einfach. Also mal gucken, wie ich mich da dann so schlagen werde. Oh Gott, ey. Was ich jetzt noch kurz machen kann mit euch gemeinsam noch schnell, ist, dass ich mich noch kurz meine Pokémon wieder schnell hochheile. Da könnt ihr jetzt mal sehen, wie ich das halt mache, aber ist halt nichts Besonderes. Da kann man sich schon denken, ich vergebe halt einfach diese tollen Sachen hier. Und zwar halt außerhalb von Kämpfen keine Top-Beleber, sondern hier die normalen Beleber, weil ich die in Kämpfen nicht unbedingt benutzen will. Die hebe ich mir dann eben halt für außerhalb auf, genau. Weil hier außerhalb ist es ja voll in Ordnung. Und jetzt möchte ich auch gleich keine Hypertränke, sondern Supertränke und normale Tränke eben benutzen zum Hochheilen. Also erstmal ein paar Supertränke. So, hier einmal für Donarion. Und dann einmal für Gravel. So, und dann für Amphira. Und dann für Primarine. Und den Rest füllen wir noch mit normalen Tränken einfach auf. Ich werde sogar, glaube ich, gleich Ether auch ein bisschen brauchen tatsächlich. Um meine AP wieder ein bisschen aufzufüllen. Ja, ich werde jetzt mal sogar die 2 KP da lassen. 10 KP halte ich aber schon. Ich bin jetzt hier nicht mehr ganz so sparsam, weil ich sind jetzt die letzten Kämpfe im Prinzip halt von der Story. Und da soll ich jetzt dann schon ein bisschen was raushauen. Hier. Ja, komm, ich hau alle Tränke raus. Passt schon hier so auch noch. So, den noch und dann halt den noch. Okay. So, alle voll geheilt. Wie viel Ether habe ich denn eigentlich? 2 Stück sogar nur. Echt jetzt so wenige. Okay. Müssen sogar ein bisschen aufheben dann tatsächlich. Aber Elixiere habe ich auch noch. Ich nehme jetzt mal trotzdem einen Ether mal schnell für die Schaumserenade von Primarine, weil ich die jetzt schon nur noch 5-mal habe. Und die will ich ganz gerne ein bisschen häufiger haben. Bei den anderen passt es eigentlich noch so ziemlich, ne? 5, 9, 10, 15. Hier 10, 10, 8, 7. Das passt noch, ja. Choriogel passt auch noch. Donarion passt auch noch ganz gut. Und auch Kolossan. Na, Erdkräfte könnte ich auch mal wieder auffüllen sogar. Ja, aber eigentlich sollte ich es mir sogar eher noch aufheben fast. Weil ich habe nicht so viele Ether und ich will die jetzt nicht so verschwenden, weil halt jetzt nur 5 AP aufzufüllen, ist halt verschwendet quasi. Deswegen ich hebe die mal noch auf und dann eventuell nach dem nächsten Kampf werde ich dann wahrscheinlich welche hergeben. Aber passt das mal. Gut. So, dann würde ich also sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Pokémon Mond? Beim nächsten Mal kommt dann die nächste Top 4 Herausforderung. Wahrscheinlich schaffen wir auch nur eine, ziemlich sicher sogar. Weil wenn das hier die Geisterprüfung ist oder halt eben die Geister-Top 4 Lola, was ich vermuten würde, dann werde ich da große Probleme haben. Das könnte sogar die schwierigste oder der schwierigste Top 4 Kampf vielleicht für mich werden. Wenn wir noch annehmen, dass das hier vielleicht Flug ist oder so, was ich ja vermute. Keine Ahnung, weil gegen Flug habe ich nämlich ein bisschen mehr, da habe ich einfach Tornarion, der alles platt machen kann. Aber gegen Geister habe ich halt nur Kolossand, aber Kolossand wird selber sehr effektiv von Geisterattacken getroffen. Und deswegen, das wird, glaube ich, der schwierigste Top 4 Kampf. Also, mal gucken, wie ich mich dann da anstellen werde, wird aber auf gar keinen Fall einfach werden. Und auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.